Hallo Freunde und willkommen zurück bei Mass Effect 3. Wir sind immer noch auf dem Mars, haben in der letzten Folge Lyra gefunden, wissen, dass Cerberus hier sein Unwesen treibt, wollen uns mal eben kurz unsere Granaten auffüllen und dann mal gucken, dass wir hier durchkommen. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Dann halt den Umweg. Ja, und Frau Dr. Eva Kaur werden wir später noch ein bisschen näher kennenlernen. So. Wir gucken uns immer schön um. Wir wollen ja nichts verpassen. Da war eine kurze Ladesequenz. Und ich muss sagen, es sieht so geil aus. Also für damalige Verhältnisse ist das echt... Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau... Hören Sie mich? Ja, wir hören dich. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Die Luftschleuse dürfte nicht offen sein. War sie aber. Als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, ja. Taschenlampe. Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem das Versuch gestorben, sich echt erst auszukämpfen. Bestialisch. Das ist total, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Ja. So, hier haben wir nämlich ein Datenpad von Simon Watanabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Ja, wie gesagt, Dr. Eva werden wir noch ein bisschen näher kennenlernen, vor allem in diesen Datenpads. Taschenlampe! Stellt das im Ende! Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianzsoldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nebenraum überprüfen. Manches. Es ist dunkel. Soll ich die Fenster kaputt schießen? Nein, außer Sie wollen diesen Raum auch noch dekomprimieren. Ich sehe niemanden. Los, da drin lebt niemand mehr. Gehen wir weiter. Ja. Die haben uns schon den kleinen Tipp gegeben aus dem Städter. Manches Glas kann zerbrochen werden. Kurz. So, erstmal schön Schaden. Voll in den Magen schießen. Und danke dir aber. Freies Schussfeld für uns. Da hinten lebt noch einer. Ja, die Typen haben natürlich noch ihre Helme an. Das heißt, es ist ihnen egal, wenn wir... ihnen die Luft wegnehmen, weil sie haben halt ihre Atemgeräte. So. Damit ist auch dieser Kerl weg. Einmal nachladen. So, hier haben wir nochmal Granaten. Brauchen wir nicht, aber wir haben hier die Umweltsteuerung. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Na dann, gucken wir uns die doch mal an. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Na, wer hätte das gedacht? Die vor einer Woche aufgetauchte Dr. Eva Kaur... arbeitet für Cerberus. Jetzt wissen wir, wie Cerberus sein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Lyra, hast du denn nichts gelernt? Sich selbst die Schuld geben nützt nichts. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Lyra.
Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Richtig. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Und wir haben viele, wofür wir leben können. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Ach, wir wollen uns doch selbst glauben, keine okay, Sorge. Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Ja, so, nochmal kurz Munition auffüllen. Noch ein bisschen Vorbildspunkte und EP eingesackt. Und dann können wir weiter. Ja. Hier haben wir eine Waffenmodstation. Hier können wir halt unsere Bewaffnung beenden und auch die Bewaffnung unserer Leute. Für unsere Leute ist allerdings das Gewicht auch egal. Also, das beeinträchtigt bei ihnen nicht die die Kräfteaufladung, sondern nur bei uns. Und wir haben momentan keine Waffenmods, also brauchen wir da nichts zu ändern. Finden aber, glaube ich, ja, ultraleichte Materialien. Das ist nämlich ein Waffenupgrade für MPs, also Maschinenpistolen. Könnten wir halt theoretisch jetzt hier reinsetzen, ne, modifizieren, dann können wir hier ultraleichte Materialien reinpacken. Das Gewicht würde sich halt knapp halbieren. Es würde sich sogar halbieren. Aber brauchen wir nicht. Übrigens, wir können das, glaube ich, immer in jede Waffe reinsetzen, also ist das egal. Wie gesagt, wir wollen die Waffe aber gar nicht ausrüsten, weil ich die MP nicht mag. Also lassen wir das. So, Datenpad. Von Amelia Hatterson an Mike O'Sullivan. Hey Dummkopf, ich frage dich gar nicht, wie es dir geht, weil ihr Jungs da unten im Lager ja wohl inzwischen alle einen Schnupfen habt. Ich weiß, dass eure proteanischen Dinger faszinierend sind und so, aber ihr müsst trotzdem mal auf Nachtschichten verzichten und euch eine ordentliche Mütze Schlaf gönnen. Echt jetzt. Jedenfalls habe ich eure letzten Funde ans Hauptquartier auf der Erde weitergeleitet und wir haben einen Druckverlust. Warne sicher... Ja. Das, waren wohl die letzten Worte, denn diese Datenpads... Ich gehe davon aus, dass sie per Stimme aufgenommen wurden. Kacken, ups. Aber wir hätten auch eine Granate reinschmeißen können. Das war irgendwie die falsche Taste. Das auch. So. Hier haben wir neue Gegner, Wachen mit Schilden. Und diese Schilde sind für den Sniper an sich kein Problem. Denn wir können den einfach durch den, durch den Sichtschlitz schießen. Gab übrigens eine Errungenschaft, die nennt sich Briefschlitz, glaube ich. Aber die habe ich schon, deshalb wurde sie nicht angezeigt. Das ist halt so und so viele von diesen Wächtern mit einem Schuss durch eben dieses kleine Loch. Ja, töten. So, einmal in Deckung. Wow. Gekonnt daneben. Na. Ihr wollt auch nie stehen bleiben, oder? Ah, hier, hab eine Granate. Ah, ihr seht schon, die Granaten sind irgendwie gar nicht mal so geil. So, einmal schön die beiden Leute in Brand stecken, nachladen. So, einmal weg von der Granate. Ich nehme mal gerade die Pistole, das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Und das Schöne ist, die schwere Pistole ist zwar eine schwere Pistole mit ziemlichem Schaden, aber hat auch trotzdem eine ziemlich gute Feuerquote. Beziehungsweise Feuerrate. Darf man gar nicht unterschätzen. So, fang da hinten mal auf. Das war fast gut von der Fähigkeit. Irgendwie kriegen die Gegner gerade gefühlt keinen Schaden. Gehen wir mal näher ran. Wenn ihr eh schon so weit hinten seid, dann kann ich auch wieder meinen Sniper nehmen. Na gut, der Kerl hat sein Schild. Da kommen wir nicht so einfach durch. Zumindest nicht unter Sniper. Ich glaube, ich habe getroffen. Verdammt. Es ist halt an sich nicht schwer mit dem Sniper, wenn man
kurz die Zeit hat zum Zielen. Könnt ihr da hinten mal das Feuer ausmachen? Danke. Jetzt in den Rauch. So, auch schon wieder eine neue Gegnerklasse kennengelernt, den Centurio. So. Im Nahkampf ist die Granate halt doch manchmal ganz praktisch. So, noch eine Verbrennung hinterher. Und abschießen. Es sind ganz schön viele Gegner. Dann nehmen wir so ein bisschen aufhören. So, einmal hier rüber. Munition auffüllen. Ich glaube, da haben sie es gerade versiegelt. Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Das ist gar nicht mal so nett. So, hier können wir das Ding mal ein bisschen bewegen lassen. Es gibt hier nämlich ein bisschen was wir einsammeln können, theoretisch. Dafür müssen wir das ungefähr so anhalten. Kriegen wir hier einen Großkaliberlauf für eine Schrotflinte. Nein, ist nichts. Hier haben wir noch ein Datenpad. Laufverlängerung fürs Sniper. Sehr schön. Datenpad, persönliche Notizen von S. Esparza, Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern. Aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben. Nämlich uns. Sie scheinen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Daten und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. So, die Tür geht gerade nicht auf. Warum nicht? Muss ich hier noch irgendwo was machen? Ja, hier haben wir nochmal die Sterilisationssteuerung. Aber ansonsten... weiß ich es gerade nicht. Wir müssen da hinten irgendwie auf jeden Fall an die Tür kommen, das weiß ich noch. Ah, so. Es war, nicht ganz durchgelaufen. Das war der Fehler. Okay. Dann weiter geht's. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Ja. Da hinten war auch nichts, deshalb können wir auch weiterlaufen. Das Schöne ist, Shepard kann mittlerweile mal ein bisschen länger sprinten. Da liegt eine Waffe auf dem Boden. Können wir die mitnehmen? Ja. Das, beziehungsweise die M23 Katana, das ist eine Schrotflinte. Brauchen wir nicht. Java kann es auch nicht, Ashley kann auch nicht, also kriegt die keiner. Gut, aber Schrotflinten sind immer schön. Oh, verdammt. Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Ja, und hier sollen wir noch mal ein bisschen mit dem Deckungssystem vertraut werden. Es darf sie nicht erfassen. Ja, das Problem ist, hinten stehen auch noch Cerberus, Leute. In Deckung bleiben, Shepard. Ja, ja. Wie gesagt, durch das verbesserte Deckungssystem funktioniert das ganz gut. Warum konnte ich gerade den Kerl da nicht abschießen? Gut, dass das Ding einen leichten Wind-up hat. Au. Ja. Da sind definitiv Fenster vor. So, hier schön in die Ecke gehen. Ach ja, mittlere Maustaste war das für den ganzen... Aber wir sind gleich umgehen. Ja. Das ist gut. Ja, die da drinnen schieben schon ein bisschen Panik, dabei sind wir noch gar nicht da. Kuckuck. So. Einfach weil ich es kann.
Ich will nämlich den Centurio ausschalten. Da hinten. Der Kerl hält nämlich viel zu viel aus. Na, verdammt. Verdammt. Da war ich zu langsam. Wo sind wir? Da läuft der Centurio. Okay, Nahkampf war keine gute Idee. Lass mich immer raus. Na, okay, das war dumm. Ergo, kein Nahkampf. Alter, Shepard, das war gerade ein bisschen überflüssig. So. Ich sehe den Centurio gerade nicht, aber der soll hier sich irgendwo rumtreiben. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Ach, der Centurio steht da hinten. Einfach mal eine Granate. Man weiß ja nie. So. Na, die Hitboxen sind nicht die besten, muss man halt auch dazu sagen. Dieser Qualm nervt gerade tierisch. Können die den Scheiß mit der Rauchgranate nicht mal sein lassen? Hm. Ich brauche dringend mal die Modifikation, dass ich mit dem Sniper ein Boot ziehen kann. Das erleichtert einem das Spiel schon ungemein. Und sind wir mal ehrlich, das ist eines dieser klassischen Spiele. Man spielt es nicht für den Schwierigkeitsgrad, sondern für die Story. Kurz nachladen, Centurio. Ich muss eigentlich meine Kryo-Munition nicht aktiviert. Warum fällt mir das erst jetzt auf? Das ist das viel größere Problem an der Sache. So, einmal Medikit. So, automatische Schutzsteuerung. Erstmal deaktivieren. Wo wir uns da ja in Ruhe umgucken können. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Das nicht nett. Wohl bis ins Archiv geschafft. Und verdammt. Sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Verdammt. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Ja, das wäre generell gut. Was? Der Lieutenant ist inzwischen kompetent. In der Tat. Shepard, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh. Oh Gott, er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten Sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit ihnen gemacht. Glaubst du jetzt ernsthaft, dass ich so bin wie der Kerl? Ich meine... Guck dir das Gesicht an, guck dir sein Gesicht an. Das ist eigentlich offensichtlich, oder? Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen? Echt mal. Ich weiß nicht, was Sie sind, seitdem die Sie in den Fingern hat. Ja gut, eigentlich sind wir ein Zombie. Sie da drin? Wissen Sie das überhaupt? Ich meine, können die Sie nicht kontrollieren? Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Den Mann zu finden, den ich einmal geliebt habe. Na, wir sind immer noch derselbe. Ich bin dieselbe Person wie immer, Ash. Und ich will sie bei mir, wo immer uns das alles hinführt. Genau das wollte ich hören. Gut. Mal sehen, ob wir die Bahn dazu kriegen, herzukommen. Ja, und diese Sequenz hätte man halt nur bekommen, Hallo. Wenn man... Hier... Delta-Team. Aber wenn man zwischendurch mal mit ihr noch Romanze hatte im ersten Teil. Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie es. Wie ist Ihr Status?
Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben dies? Wenn nicht, werden Sie es schon bald durchschauen. Wir sollten in Position gehen, um Sie zu flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. Ja. So, jetzt können wir nämlich... Kriegen wir nochmal gesagt. Guck mal, da können wir... Mach ich! Da können wir unsere Leute positionieren. So, schicken wir die eine mal dahin, die andere dahin. Da kommen sie. Und dann gibt es volles Pfund aufs Fressbrett. Kopf 1. Und Kopf 2. Ja, man kann hier schön Köpfe sammeln. Das ist, scheinbar auch den Kopf getroffen. Oh, oh. Granaten werfen ist nicht nett, Jungs. Gut. Bleib halt stehen. Ich beschwere mich nicht. So, wir haben keine Munition mehr in unserem Sniper. Das ist ein bisschen nervig. Ja, der lebt ja noch. Wollte gerade sagen. Der lebte noch. Ja, toll. Dann so einer. Zwei sogar. Ja, man kann ihn natürlich auch, man kann halt an den Schilden auch vorbeischießen so ein bisschen. Granaten können da theoretisch auch immer helfen. Aber Lehrer könnte da einfach mal eine Singularität reinfeuern. Dann können wir uns die nämlich vornehmen. Schon wieder keine Kryo-Munition hier. Warum rüstet der dauernd die Kryo-Munition? Die equippt er die. Das verstehe ich nicht so ganz. Naja. So. Ups. So, einmal nachladen. Mal kurz gucken gehen, ob wir hier sonst noch irgendwo Munition finden können. Die irgendeinen Gegner fallen gelassen hat, scheinbar nicht. Schade aber auch. Hey, hopp, einmal rein. Und dann könnten wir mit der Seilbahn fahren. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr zu Mass Effect 3, wenn wir hier uns weiter durch das Archiv kämpfen. Bis dahin, ciao Freunde.